Oh Mann. Hallo Benjamin. Hallo Benjamins. Hallo ihr da. Hi. Hallo Claudia. Ich bin total verschwommen jetzt. Noch schlimmer als vorhin, oder? Stimmt, jetzt sehe ich es auch. Das ist dieses Elefantenmäßige. Du musst vielleicht mal so deine Kamera putzen oder so. Nee, warte, was ich mache? So. Autofokus aus. Der hat nämlich super funktioniert. Hallo. Hallo, Chat, seid ihr fokussiert? Genau. Seht ihr besser aus als ich eben? Oh, guck mal, wie seid ihr auch so matschig? Hallo, Tom. Hallo, Mr. Prosser. Ihr seht alle sehr scharf aus da im Chat, muss ich so sagen. Also. Absolut, ich kann auch alles lesen. Also hier in die Molkerei gehen und nach Strange Quark fragen. Ich finde, das ist schon mal eine guter Einstieg in die Konversation. Und irgendjemand schreibt über Wildschweine. Was ist denn mit Strange Quark? Ist das lecker oder? Ich nehme an, Strange kommt aus unserem Titel, aber wo kommt Quark her? Es gibt bestimmt Strange Quarks, oder? Ich meine jetzt in der Physik, also nicht beim Bäcker. Ach so, Strange Quarks. Ja. Oh mein Gott, der hat lang gedauert. Das ist natürlich der Nerd-Chat hier, bitte. Entschuldigung. Ja, ja. Und alle wissen Bescheid und was gemeint ist wahrscheinlich, oder? Ja. Genau. Es wurde schon sogar gefragt heute, warum nicht der Forschungsstrom schon einen Mastodon-Account hat. Aber vielleicht habt ihr ja schon einen aufgesetzt. Not yet. No time today. Toll. Aber ja, uns findest du da alle schon. Also ich bin da schon seit 2000, ich glaube der Account seit 2018, die Älteren sind noch Artikel älter. Mir ist ja mal so ein Server dann irgendwie, also nicht mir, also sondern der Server, dem ich mich anvertraut hatte, der ist hat dann irgendwie dicht gemacht und zack, bums, bist du deine ganze 2017er Mastodon Street Credibility los. Ja, das ist mir zweimal passiert, zweimal. Ja, echt jetzt? Ach, okay. Ja, und ein anderes Mal musste ich leider die Instanz aufgeben, weil der Admin ein wenig hohl gedreht hat. Also so regeltechnisch. So, tschüss. Ja, ich meine, die positive Seite, die es hat, ist natürlich, dass man tatsächlich ein bisschen freier das gestalten kann, wie man den Dienst nutzt. Nicht? Also falls ihr irgendwie kreative Ideen habt, was wir mal ausprobieren sollten mit dem Getröte, gerne Bescheid sagen. Ich glaube, wir sind da die Crew, die gerne das Experiment dann mal ausprobiert, was immer das sein mag. Der Tom, also bei Mastodon bin ich ja auch schon, also locker, bestimmt fast eine Woche. Ja. Gut. Wer länger da ist als Pokémon, der... Ja, der ist schon länger alt ansehen. Ja klar, kein Problem, Tom. Es ist auch programmatisch, dass wir natürlich nicht auflösen, warum wir uns jetzt über Mastodon unterhalten, sondern so ganz insidermäßig. Nee. Nobody. Also wenn jemand nicht weiß, was mit Mastodon ist, bitte jetzt melden. Bitte jetzt melden. Public Shaming im Chat hier, das ist ja was. Ja. Nee, wir haben nichts mit Mastodon am Hut. Aber wenn du zufällig auf den Stream gestoßen bist, dann stellen wir uns doch jetzt mal ganz kurz vor, oder? Das machen wir, also wir versuchen das ja immer zu machen, oder? Ja, cool. Claudia, dann fang doch gleich an hier. Wer es schon vorschlägt, der ist schuld. Okay, hallo, mein Name ist Claudia, andere nennen mich Fuzzy. Ich höre auf beides. Ich streame hier über Wissenschaft. Ich streame auf meinem eigenen Kanal Fuzzy Leapfrog Spiele. Und in meinem normalen Leben am Rest des Tages bin ich Professorin für Wissenschaftskommunikation an der Technischen Hochschule in Köln und mache ansonsten auch noch so ein paar verrückte Dinge wie Podcasten und ja, ich habe auch noch sehr viele andere Hobbys. Gut, dann gebe ich weiter an Henning. Der ist bei mir hier, da. Ja, moin, ich bin Henning Krause. Ich bin aus Berlin, arbeite beruflich auch in der Social Media Wissenschaftskommunikation für eine große Forschungseinrichtung und ströme hier aber rein privat. Und ansonsten sind meine Hobbys natürlich Fahrradfahren und Fahrrad-Rage-Tweets schreiben oder Tröts muss ich mir noch angewöhnen, jetzt auch mein Fahrrad-Rage noch auf Mastodon auszugießen. Und ansonsten halten mich meine Kinder ganz gut auf Trab und ich bin noch bei den Scientists for Future ehrenamtlich in der Kommunikation aktiv. Und dann haben wir noch Lambert.
Ja, hallo, ich bin Lambert. Ich ströme hier. Am Wort strömen muss man ja nichts ändern. An das Tröten muss man sich noch gewöhnen. Aber ja. Ich ströme aus Hannover, wo ich tagsüber an der TIB arbeite, Open Science Lab mache. Also ich mache viel Open Science, bisschen Wissenschaftskommunikation auch hier und da und solche Sachen. Genau. Und ich bin bei Twitter als Lambo zu finden. Und Rage-Tweets, ja, aber ich bin eigentlich mehr so der Gute-Laune-Twitterer. So alles in allem, ja. Gute Laune, du verbreitest gute Warum? Laune, wenn du Quotes aus, langen Pamphleten gegen das Gendern zitierst. Aber da hatten wir heute viel Spaß zum Thema Gender. Oh ja. Ja. Ja, hier wird auch gleich gefordert, dass wir nicht nur Mastodon-Account, sondern gleich mal Mastodon-Server vielleicht aufsetzen sollen. Das ist doch mal, also ich würde sagen, in dem Punkt bin ich raus. Aber liebe Community, wenn ihr das für uns so machen wollt, stehe ich dem offen gegenüber. Ja. Ich hätte eine Frage jetzt, wo der Vorschlag so kommt. Was wären die Features so spontan, die ihr speziell bei einer eigenen Mastodon-Instanz wichtig fändet? Ich bin da noch am Lernen und gibt's also gerne aus dem Chat heraus, wenn es da Ansätze gibt, würde mich echt interessieren. Genau. Oder vielleicht auch einen Vorschlag, wenn wir jetzt keine eigene aufgesetzt kriegen von euch, wo wir denn dann hingehen sollen. Ich bin so ein bisschen, ich würde ungern, glaube ich, auf die SciComm-Instanz, weil das ist so lieber eine von den großen, wo man im globalen Feed auch anderen vorgespielt wird, die nicht direkt mit SciComm zu tun haben. Ne? Also so ein bisschen rübergehen. Aber ich bin da. Das ist, glaube ich, so eine ganz individuelle Entscheidung, wie man das macht. Aber ich hatte so den Eindruck, also ich habe mich damals extra für einen großen entschieden, nicht einen ganz großen, aber einen größeren, weil ich gern die Diversität habe und gern mit Leuten rede, die ich sonst nicht in meinem Kopf habe. Genau, schlag doch mal Dinge vor. Wir freuen uns. Eigenwerbung, ich kann den Fimidi-Server empfehlen. Für Mastodon oder für. Also ja, müssen wir nochmal. Also ich sehe schon, wir gucken mal. Okay, ja, guter Hinweis. Ich habe mich nie gehört. Ganz zufällig, Mod. Sehr gut, willkommen hier. Ja, was war denn los die letzte Zeit, sonst so in wissenschaftlichen Bereichen? War was? Na, wir hatten ja einen Forschungsstrom mit Lisa über Wissenschaftspodcasts. Das war natürlich sehr, sehr nice. Das war sehr nice. Aber wir hatten auch lange keinen Forschungsstrom zu dritt mehr irgendwie. Ne? Und deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass wir endlich mal wieder hier in der kuscheligen Dreierrunde auch mal wieder strömen können. Ja, ich bin auch gespannt, was für Themen ihr habt. Es gibt immer so interessant, was für Themen wir immer mitbringen, weil wir so völlig unterschiedliche Themen mitbringen. Und heute haben wir Zwitscher, ich kann schon nicht mehr zwitschern. Zwitscher, Strange. Das sind die drei Themen. Und wenn ihr es noch nicht kennt, manchmal oder oftmals muss der Chat jetzt aussuchen, in welcher Reihenfolge über die Themen gesprochen wird. Das erste wäre Zwitscher. Dann macht ihr eins. Dann schreibt ihr zwei. Strange. Genau, dann schreibt ihr eine drei. Könnt ihr abstimmen. Haut mal rein. Dann finden wir raus. Ihr wisst natürlich nicht, wer welches Thema hat. Das ist wie immer. Ja. Und geschweige denn, was das bedeuten könnte. Also. Das stimmt. Aber solange der Chat noch abstimmt, hätte ich noch ein Update aus einem meiner vorherigen Themen, aus einem der vorherigen Forschungsströme. Das kann ich vielleicht kurz mal reinwerfen, solange hier die Abstimmung noch läuft. Ja. Wir hatten. Ich weiß nicht, es ist schon ein bisschen her, da hatten wir über ein Bibliotheksthema aus, ich glaube, Oxford oder Cambridge gesprochen, aus UK und über Charles Darwin und dass dessen Notizbücher oder zumindest ein wichtiges Notizbuch verloren gegangen war. Ja. Ist schon ein bisschen her, dass ich darüber gesprochen hatte. Und das war irgendwie ja dann öffentlich geworden und man hatte ja dann gesagt, hier, Kinders, das ist... Das ist nicht mehr da. Und wenn es irgendeiner weiß, dann meldet er sich doch bitte. Und das ist also schon seit 22 Jahren verloren. Und dann kam jetzt an Ostern dieses Jahres
erhielt also diese Bibliothek, das war die Universität von Cambridge, eine Sendung. Und da stand einfach nur drauf, Librarian, also an die Bibliothekarin, Happy Easter und dann unterschrieben X. Und in dieser Zusendung, ich kann hier mal in den Chat, kann ich mal hier einen Link packen, war dann dieses Original Notizbuch enthalten. Und so ist es also nach 22 Jahren dann wieder zurückgekehrt in das Original Darwin-Notizbuch in den Bestand der Bibliothek. Wow. Cool. Das war einfach da. Das war dann so also ich habe das so verstanden, dass es irgendwie auf dem Schreibtisch einfach so lag. Also irgendwie so, irgendjemand muss anscheinend auch physisch da gewesen sein, das da abgelegt haben. So habe ich die Berichterstattung verstanden. Das ist ja der Hammer. Ne? Also wenn ihr noch irgendwie einen Fagoch im Keller habt oder so, der noch irgendwie zurückgegeben werden muss, nehmt euch ein Beispiel. Genau, bringt es zurück. Zur Ermutigung kann man vielleicht noch aus der Bibliotheksbubble berichten, dass es in unserem Gewerbe schon seit Jahren eine eifrige Diskussion gibt, zunehmend auch in Deutschland, darüber, ob man nicht die Gebühren für zu spät zurückgegebene Medien nicht weglassen sollte, ob das nicht ein sehr veraltetes Modell ist. Interessant, oder? Aber es könnte sein, dass wenn ihr dieses eine Darwin-Buch noch habt und die ganze Zeit hin und her überlegt, ob ihr es nicht Cambridge zurückgebt oder so, dass es dort noch erhoben wird. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber ihr solltet es in Erwägung ziehen, es dann so anonym zu machen. Das ist ja dann ein sehr guter Weg, der da aufgezeigt worden ist. Ja, und wenn ihr ein ganz zu spätes Buch habt, dann ruft doch einfach mal an, da weiß ja auch niemand, wer dran ist, und fragt mal nach, ob die euch nicht die Gebühren erlassen. Wir freuen uns immer, wenn Bücher zurückkommen. Und wir wollen im Regelfall nicht wissen, warum sie zu spät zurückkommen. Dieses Bedürfnis irgendwie zu beichten und irgendwie der Hund hat das Buch gezogen. So, das ist eigentlich egal. Das aber wenn dann kreativ. Also wenn dann bitte ja, okay. Kreativ. Ja, ja. Ich möchte das hier hervorheben. Und es stimmt. Was? Guck mal, was? Unsere Einhörner. Oh, es ist eine Fernbeziehung. Oh. Einhorn-Kitsch beim Forschungsstrom. So war das nicht bestellt. Wir wollen eine nüchterne, kalte, rational-sachliche Wissenschaftssendung sein. Genau. Aber wo wir eben schon bei Werbung waren, muss ich natürlich nochmal hier drauf hinweisen, dass man irgendwie unter beim Deutschen Podcastpreis noch für Claudia und Florian abstimmen kann. Ist, glaube ich, nicht mehr so lange, aber man kann auch für das Klima klicken. Sehr gut, JP. Das ist natürlich ein sehr guter Hinweis. Ich muss gerade mal gucken, ob ich den Link schnell... auf jeden Fall muss man dann auf dieser Seite muss man irgendwie auf Wissen gehen und dann zu... das Klima sich navigieren. Und genau, man geht hier hin und klickt dann auf Wissen. So habe ich das, glaube ich. Ja. Und da kann man da voten, wenn man möchte. Nur wenn man möchte. Ihr müsst nicht so voten. Claudia, wirst du dann wieder mit Gold überschüttet und bist total gestresst, weil du gar nicht weißt? So, wer fängt denn an? Ich fühle mich 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3. Ich glaube, Nummer 2. Dann 3, dann 1, ne? Ja, 2, 3, 1, nicht wahr? Ja, dann, oh, aber das ist schlecht. Dann ist ja der Downer nicht am Schluss. Oh Gott. Nee, ich habe auch dieses Mal keinen Downer. Das sagst du jedes Mal. Das sage ich jedes Mal, aber dieses Mal stimmt es ja. Das sagst du auch jedes Mal. Nein, dieses Mal ganz, ganz ehrlich keinen Downer. Okay, dann sind wir gespannt mit... Absolut. Genau. Also das wer es noch nicht ausgeschrieben hat, gesehen hat, ist halt wirklich das M, so mit oder auf Englisch auch UM geschrieben oder auch EM geschrieben. Und zwar geht es um Füllwörter. Und es geht um die, wie könnte es beim Forschungsstrom anders sein, die Wissenschaft der Füllwörter. Und bei mir, also wenn man so frei redet, wie wir das jetzt tun, dann schleichen sich diese Füllwörter ja ein
Und es gibt ja so ein bisschen diese Vorstellung, dass man eigentlich vielleicht auch bei so Sprachtrainings oder Moderationstrainings, die man vielleicht mal macht, gerade wenn man zum Beispiel vor Gruppen vortragen muss und sich darauf vorbereitet, dass man dann versucht, diese Füllwörter loszuwerden und ja auszumerzen. Das ist jedenfalls so ein klassisches Meme, würde ich fast sagen, der so eine gefühlte Wahrheit, dass das, dass man das eigentlich machen müsste, weil das irgendwie dann besser wirke. Und das hat die Sprachwissenschaft jetzt auch mal untersucht. Und ihr merkt, man kann mir jetzt gar nicht mehr ordentlich, oder ich kann mir selber gerade gar nicht ordentlich zuhören, was ich versuche zu sagen, weil man jetzt so auf diese Füllwörter achtet und bei jedem denkt, ach scheiße, da war schon wieder eins drin. Ne? Und es ist ja auch gerade, also ihr kennt ja vielleicht auch die Situation, man versucht halt jetzt, das hier ist jetzt der kuschelige Forschungsstrom, da bin ich nicht groß nervös, aber eigentlich ist es ja auch so eine Art Vortragssituation, wo man vielleicht auch vielleicht selber oder andere vielleicht den Anspruch haben, dass man so ein bisschen performen muss, dass man jetzt hier was bringen muss und dass man dann vielleicht zum Beispiel besonders gut reden muss, nicht nur was die Inhalte angeht, sondern auch die Form. Ne? Und da ist halt, gibt es halt diese Füllwörter. So. Und die, da gab es anscheinend, geprägt von Noam Chomsky in den, ich weiß nicht, 60ern oder so, die sprachwissenschaftliche Grundeinstellung, dass Füllwörter eigentlich mehr so eine Art Abfall der Sprachproduktion sind, die eigentlich keinerlei linguistische oder sprachwissenschaftliche oder vielleicht auch psychologische Bedeutung hätten. Und das war anscheinend jahrzehntelang innerhalb der Sprachwissenschaft so eine, ja, so eine unhinterfragte Wahrheit, die alle so als richtig gefühlt haben. Und dann haben sich irgendwann die Leute mal Gedanken gemacht und haben das mal so ein bisschen erforscht. Und ein besonders, also schon altes Paper, aber ein spannendes Paper habe ich mal mitgebracht. Und wenn ich denn jetzt hier den richtigen Browser-Link finde, dann kann ich euch hier mal aus dem Jahr 2001 den Link zu einem Paper schicken. Das ist jetzt im Chat und das hat die Frau Jane Foxtree aus Kalifornien erforscht und die hat was Interessantes gemacht. Die hat nämlich Leute, Englisch, ich glaube englischsprachige Leute und Niederländer, also Leute, die Holländisch sprechen, hat sie in Testgruppen aufgeteilt und hat denen aufgezeichnete Sprachbeispiele vorgespielt. Und bei manchen dieser Sprachbeispiele, also das waren aus natürlichen Redeumgebungen aufgenommene Sprachbeispiele, und bei manchen sind dann halt solche Ams drin. Insbesondere scheinen also Leute das vor komplizierten Wörtern, die vielleicht auch irgendwie fremdsprachliche Einflüsse haben, Leute das einzubauen. Also wenn ich zum Beispiel elefantastische Tröte sprechen möchte, dann würde ich vielleicht, bevor ich sage, und dann wurde die elefantastischen Tröten erforscht. Das würde dann sozusagen diesem folgenden Begriff noch eine gewisse Bedeutung geben. So jedenfalls verwenden es viele Leute. Und das hat sie sozusagen, einerseits hat sie die Sprachbeispiele mit dem Am drin den Leuten vorgespielt, andererseits audiotechnisch das Am rausgeschnitten, und zwar einmal in der Variante komplett rausgeschnitten und einmal in der Variante mit Stille überlegt, sozusagen zeitlich überlegt, sodass dann halt eine Pause davor war. Und diese Analyse haben sie dann gemacht und haben geguckt, wie gut haben die Leute im Nachhinein angegeben, dass sie diese Inhalte verstanden haben, und haben das dann an diese drei Gruppen aufgeteilt, mit dem Am davor, mit Stille davor oder Ams komplett rausgeschnitten. Und da kam also raus, in diesem Paper von 2001, dass diese Ams schon eine Funktion erfüllen, zumindest beim Hören, bei den Hörenden, dass sie nämlich das Verständnis verbessern. Und das weiß ich nicht, wie sie das genau untersucht hat. Ehrlich gesagt, bin ich nicht so tief ins Paper eingestiegen, aber ich fand das halt faszinierend, weil ich
ehrlich gesagt über diese Füllwörter und deren Funktion noch nicht so richtig nachgedacht hatte, beziehungsweise auch eigentlich bis vor kurzem auf diesem Standpunkt stand, das ist eigentlich Quatsch und man sollte versuchen, es gibt ja solche Leute, ne? Es gibt solche Leute, die reden wie gedruckt, ich weiß nicht. Kennt ihr die? Seid ihr die? Nein, bin ich nicht. ich emme vor mich hin. Aber manchmal trifft man so oder hört so Leute, ne? Also zum Beispiel, was in Medienberichten in letzter Zeit öfter gesagt worden ist, ist, dass Christian Drosten, auch wenn er zum Beispiel in seinem Podcast frei spricht, erstaunlich wenig Füllwörter benutzt, angeblich. Mir ist es ehrlich gesagt nicht aufgefallen, obwohl ich auch den Podcast höre. Ich höre ihm gerne zu, aber ich höre auch anderen Leuten gerne zu, die so ein M einstreuen. Ich habe immer die Befürchtung, dass bei meinem Podcast, dass irgendwie Florian schneidet den ja, dass er immer so jede, weiß ich nicht, alle 10 Sekunden mein M rausschneiden muss. Muss er das? Macht er das? Oder? Nee, ich glaube nicht, dass er das tut. Also wenn es extrem ist, glaube ich, macht er das schon, aber ansonsten nicht. Das ist ja auch sehr viel Arbeit und ich glaube, das ist okay, wenn da M's drin sind. Aber ich kann tatsächlich bestätigen, dass mir der Drosten-Podcast aufgefallen ist, weil wenig Füllwörter drin sind, denn er macht tatsächlich häufig eine Pause. Also da ist die Sprechgeschwindigkeit ein bisschen langsamer. Das ist das, was ich so empfunden habe, immer beim Hören. Und das ist jetzt tatsächlich, es ist interessant, dass das noch jemandem aufgefallen ist. Ja, super spannend, total interessant. Ich meine, irgendwie könnte man ja auf die Idee kommen, bei Sprache auch so Rauschen und Signal sozusagen zu unterscheiden oder sowas. Und man würde definitiv, ja, wie du gesagt hast, Henning, ne, man würde erstmal intuitiv die M's zu raussortieren als Rauschen ist nicht nötig, überträgt keine Informationen. Ja, also eigentlich das, was hier, was Tom hier schreibt, also dass man sich das abtrainieren kann, dann stattdessen eine Pause machen, aber es ist ja dann offensichtlich gar nicht das Klügste, wenn man das Paper nochmal betrachtet. Ja, vor allem, was ich halt spannend finde, ist, also es war halt in diesem, oder diese Rezeption dieses Papers lief dann so in die Richtung, was ist eigentlich die sprachwissenschaftliche Funktion der AMS? Wobei das Interessante ist, was ich jetzt kurz als Ergebnis da dargestellt habe, ist ja sozusagen das, was bei der Wirkweise bei den Hörenden ankommt. Die Hörenden haben ja aber leider keinen, die produzieren ja nicht die AMS, insofern haben sie keinen Einfluss darauf. Trotzdem werden diese AMS von den Sprechenden halt eingebaut und scheinbar hat es eine Wirkung, aber es ist ja, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel so einen evolutionären Prozess vorstelle, also die eine Genlinie entwickelt sich in Richtung Füllwörter, die andere ohne Füllwörter, also ja, vielleicht ist es sozusagen auch eher so eine Sache, die wirklich ja nur in der Gruppe funktioniert. Dass das Sprachverständnis einer Gruppe zunimmt, wenn in der Gruppe diese Füllwörter eingesetzt werden. Wobei ich auch noch zu dem Begriff der Füllwörter nochmal sagen muss, dass von diesen Linguisten, die in diesem Genre unterwegs sind, gesagt wird, Füllwörter ist eigentlich an sich schon mal eigentlich ein negatives Framing, weil das Füllen ja sozusagen impliziert, dass das halt keinen inhaltlichen Wert hat. Und die sprechen von sogenannten Diskurspartikeln. Das ist sozusagen die neutrale oder linguistisch korrekte Bezeichnung dieser AMS. Und was dann noch ganz spannend war, ist, dass es gibt bei den Diskurspartikeln gibt es auch eine Pandemie. Hättet ihr das gedacht? Wie also eine Pandemie? Es gibt nämlich ein Wort, und das würde ich jetzt gerne den Chat mal raten lassen, oder ihr könnt es natürlich auch raten, dass in den letzten Jahren, also ein Diskurspartikel im Deutschen, ich spreche jetzt über das Deutsche, das in den letzten Jahren total aufgekommen ist und sehr stark benutzt wird, immer stärker benutzt wird. Das ist auch anscheinend linguistisch nachweisbar durch Textanalysen von freigesprochenen Texten. Also lieber Chat, welches dieser Wörter ist es? Ja. Ah, du schreibst da welche rein. Nein, also ich schreibe da irgendwas. Okay. Wenn der Chat rät, noch ganz kurz das hier. Hätten Pausen nicht eine ähnliche Funktion? Das kommt ja darauf an, müsste man ja untersuchen.
Aber ich überlege mir auch gerade, dass tatsächlich im Dialog ab und an ein M auch ein Signal dafür ist, ich bin noch am Denken und mit meinem Gedanken nicht fertig, bitte unterbrich mich nicht. Genau, genau, das ist es auf jeden Fall. Und es ist auch so ein Zeichen in die Richtung, dass man selber am Abwägen ist. Also Claudia, wenn du mich zum Beispiel fragst, lieber Henning, soll man nicht zusammen eine Session auf dem Forum Wissenschaftskommunikation reinreichen, wenn ich dann einfach so sofort Nein sage, dann ist das unhöflich. Aber wenn ich so sage, geht nicht, dann habe ich sozusagen, das kommt ganz anders rüber, selbst wenn ich dann Nein sage, kommt das ganz anders rüber, weil du gedacht hast, ich würde kurz drüber nachdenken, aber ich habe trotzdem Nein gesagt. Ne? Diese Funktion hat es auch. Und natürlich, genau, unterbrich mich nicht, ganz klar, ja. Hier, also wird noch reingeworfen. Lambert ist für so. Jo. Ja, also ich löse es mal auf. Das Wörtchen, über das ich gerne noch was erzählen möchte, ist das Wörtchen genau. Ach, krass. Ja. Es leuchtet so ein. Ah, hier, zack, bums, da ist ja. Es auch. Boah. Gut, okay. Ja, gut. Wir haben die beste Audienz von allen hier. Ja. Ah, genau. Ja. Ah, genau. Und zwar gibt es auch eine These, weswegen das so ist. Die These ist, dass es am PowerPoint liegt. Weil zunehmend viele Kommunikationen und Vorträge mit PowerPoint gehalten werden und man sozusagen, man hat sich ja schon überlegt, was man erzählen will, dann hat man aber auch noch die PowerPoint-Folie und dann trägt man ja was vor, man hat aber sozusagen auch irgendwie einen ähnlichen Teil des Inhalts, ja meistens nicht 1:1 abgebildet, aber doch halt irgendwie einen Inhalt, um den es auch geht, auf zum Beispiel Bullet Points auf PowerPoint-Folien. Und dann denkt man selber gerade über das Thema nach, vielleicht weiß man aber nicht mehr, was der nächste Bullet Point ist und ist dann selber so ein bisschen überrascht, dass ja, ach genau, dann kommt ja das Thema. Ja, oder man liest nochmal das, was da steht und checkt, ob es zu dem passt, was man gesagt hat und dann kommt sein, genau, und die nächste Folie. Habe ich noch nie gemacht. Und das Witzige ist, so ein Und, womit ich den Satz einleite, ist eigentlich auch so ein Füllwort, ne? Das Witzige ist, dass eigentlich, also in meinem Hörverständnis hat das Wörtchen genau mittlerweile hauptsächlich diese Funktion. Dabei, wenn du jetzt, und das kam dann auch in diesem, ich habe dazu einen Podcast gehört, den kann ich dann auch nochmal verlinken, da haben die Linguisten, die da interviewt worden sind, gesagt, also eigentlich bedeutet genau ja etwas, dass das etwas exakt so ist, also wir haben um exakt 21 Uhr angefangen zu strömen, also wir haben um genau 21 Uhr angefangen zu strömen. Das sagt ja das Wort genau. Und diese Bestätigung so, sag mal, du machst doch ein Twitch-Format und wenn du dann sagst genau, dann ist das eigentlich schon eine Abwandlung dieser eigentlichen Verwendung des Wortes genau. Und Ich merke das auch manchmal, es gibt so Leute, die, wenn sie beim Sprechen halt denken, dann denken sie nochmal so drüber nach, ob das so richtig ist, was sie gesagt haben. Und wenn sie dann selber sind so, also zum Beispiel in so einer Vorstellungsrunde, gibt es manchmal so Leute, dann hört das, ich bin Henning, ich bin 45 Jahre alt, ich lebe in Berlin und fahre gerne Fahrrad. Genau. So, dann habe ich, da habe ich so jetzt nach dem Motto, habe ich nochmal so drüber nachgedacht, habe ich jetzt alles gesagt, stimmt das alles? Und dann habe ich so diesen Akt der Selbstbestätigung, der mir dann so als Verbalisierung nochmal rausrutscht, wo ich dann nochmal so genau hinterher schiebe. Voll wahr. Und ja, das Interessante, sehr schön, sehr schön. Das Interessante ist, und dazu habe ich auch noch ein zweites, einen wissenschaftlichen Beitrag mitgebracht. Den muss ich nochmal hier eben kurz aus dem anderen Browser mir rausziehen. Das ist von einer Sprachwissenschaftlerin Florence Olof, die, ich glaube, in Zürich forscht. Das ist jetzt hier keine peer-reviewed Veröffentlichung, aber so eine Art, ich glaube, ein Kapitel aus einer Monographie oder aus einem
aus dem Conference Proceedings oder so. Da argumentiert die Frau Olof, dass dieses Wörtchen genau auch kein Sprachmüll ist, sondern das ist sehr zur, ja, insbesondere zur Selbstvergewisserung in einem Sprechakt halt beiträgt. Und insofern irgendwo sind wir jetzt da auf der Schiene zwischen Linguistik und Psychologie schon angelangt. Und das ist insofern, ja, exactly, genau. Ja. Das ist, doch Peer, das ist auf jeden Fall sehr wohl eine Funktion hat. Okay. Ich wollte dich nur beruhigen, es ist Peer Review, das ist ein Artikel eines Buches. Ah, ein Glück. Gut, ja. Du bist ja schneller als die Twitch-Polizei erlaubt, sehr gut. Ja, ich bin ja bibliothekarisches Vermögen. Ja, das war das Thema, was ich so mitgebracht habe. Cool. Ich muss anmerken, dass das genau bei mir tatsächlich auch ein totales Fürwort geworden ist. Kann ich mich nicht verwehren, genau. Ich hoffe, jetzt will ich überall Ems, oh Gott. Genau, ich hoffe mal, ihr könnt nach diesem Thema noch frei reden und müsst nicht die ganze Zeit über die Form. Wir zählen Ems, dann, könnte jemand Ems zählen? Noch eine Aufklärung, die das macht, oder? Ja. Genau, noch eine Abschlussanekdote. Dann wurde in diesem Podcast wurde auch eine Sprachwissenschaftlerin, ich glaube, Kerstin Fischer hieß sie, interviewt, die irgendwie ihre Doktorarbeit in ihrem, wo stellt man so Doktorarbeiten vor? Da gibt es da so Sessions, wo man in Unis, nee, nachdem es gemacht worden ist. Also oder so. Kolloquium? Ja, so Kolloquium, genau. Und diese Frau Fischer sollte ihr Thema vorstellen und dann berichtete sie darüber, dass die Leute Angst hatten, dass sie mit ihrem darauf folgenden Habilitationsprojekt nicht zurecht käme, weil sie so oft M gesagt hätte und das wurde also gedeutet als eine Art Unsicherheit. Und es gibt ja Menschen, die reden sehr flüssig, andere, die reden nicht so flüssig. Und interessant ist, dass auch in so einem wissenschaftlichen Diskurs halt ist auch so ein Wort, anscheinend ja die Leute nicht trennen können oder manche Leute nicht trennen können zwischen Form und dem Inhalt des Gesagten. Mhm. Und sie hat sich dann spezialisiert und ist jetzt auf dem linguistischen Feld eine Füllwort- oder Diskurspartikelspezialistin geworden. Diskurspartikelspezialistin, ja. Finde ich ein mega Wort. Diskurspartikelbeschleuniger könnte ein guter Podcast-Titel sein, oder? Ja. Und so muss man vielleicht aus der Note eine Tugend machen, wenn man irgendwie von der eigenen Peergroup gedisst wird, weil die einem mit einer Aim-Liste irgendwie nerven. Dann machst du einfach da deinen Forschungsschwerpunkt drauf und kriegst eine Professur dafür und dann sagst du hier. Ja, also genau, ich bin Professorin für Ems. Genau. Das ist ein saucooler Move und richtig interessant. Ja. Mega nice. Schönes Thema. Macht ihr eigentlich Trinkspiele da drüben im Chat? Macht ihr jetzt bei jedem M, was ihr bei uns entdeckt, wird einer gekippt oder was? So klingt das hier. Die Gruppe, die liegt jetzt besoffen unterm Tisch. Und wir sind dafür verantwortlich, dass ihr künftig dem Forschungsstrom nüchtern folgen könnt, oder? Weil wir brauchen ja nur weniger M zu sagen. Genau, dann wird weniger getrunken. Aber ich finde hier, wir müssen das teilen. Das, so ist das. Oh Gott. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, das Aber-M-Trinkspiel, falls ihr das nicht kennt. Wie geht denn das? Das ist von der Serie How I Met Your Mother, wo die Fernsehmoderatorin des Freundeskreises immer Aber-M gesagt hat, wenn sie Leute interviewt. Also die reden, die sagen was und dann sagt sie Aber-M. Und jedes Mal wurde dann getrunken. Und genau das wäre dann sehr betrunken. Ja, gut. Schön. Kannst aber nur einen kleinen Schluck trinken, wahrscheinlich. Ja, immer nur. Aktuelle Plakatwerbekampagne des Fernsehsenders Arte in den deutschen Städten bemerkt? Nee. Ja, wenn ihr das nächste Mal Straßenbahn fahrt oder so in einer der Großstädte, die ihr alle bewohnt, dann
oder in denen ihr arbeitet oder so, guckt euch das mal an, achtet mal drauf. Das ist ein ganz großes weißes Poster immer als Hintergrund. Darunter steht das Arte-Logo und ein Verweis auf irgendein Segment oder eine Sendung von Arte. Und der ganz fette Text auf dem Plakat, also schwarz auf weiß, ist oder so. Also so ein Okay. Also, ich meine, das ist ja unser aller Lieblingssender, sage ich jetzt einfach mal so vereinnahmt. Die machen ja wirklich immer coole Sachen. Das ist sowohl wissenschaftlich oft solides Zeugs und sie sind eben auch sehr kreativ, finde ich. Merkt man an der Stelle auch mal wieder. Das ist toll. Also SWR alles weiß. Und da steht nur M drauf. Okay. Ja, SWR2 ist oft cool. Klasse. Okay. Ja, darüber, über diesen Podcast bin ich da auf das Thema, über das Thema gestolpert. Ja, cool. Sehr cool. Aber So, lieber Chat, was ist euer Lieblingsfüllwort? Stimmt, Lieblingsfüllwort. Ja, hier, Lambert, du wirst natürlich noch gedisst hier durch deine alter Mensch-Konsum. Ja, das ist Medienkonsum. Ich habe mich als Ü20 geoutet hier mit meiner Aussage, ne? Ja, klar. Ü20? Ja, nee, warum? Ja, ich bin auch schon über 20. Mhm. Ja. Like, das, ja. Mhm. Also ich fürchte tatsächlich, Like gibt es auch öfter. Im Deutschen? Ja, im ja, aber ich höre es tatsächlich auch öfter. Like, nein. Also. Bekannte von mir hatten mal, es ist schon länger her, ein Startup gegründet mit dem Namen I Like Totally Love It. Das ist, sollte, glaube ich, so eine Art Empfehlungs- oder Social Bookmarking-Dienst sein. Also. Okay. Okay, ich sehe aber leicht. Leicht? Echt? Wie nutzt man das als Füllwort? Tja. Wir brauchen ein Anwendungsbeispiel. Was ich auch geil finde, übrigens als Füllwort, ist quasi. Oh, das sage ich ständig. Das ist mein Lieblingsfüllwort. Absolut. Oder quasi. Das ist so geil. Ja. Schlimm, ich sage ständig. Sozusagen ist auch gut. Ja. Und was dem Lauterbach kann ich überhaupt nicht mehr zuhören, weil, also inhaltlich schon, aber von dem Sprach, Duktus, der sagt da und also. Mhm. Das ist ungefähr jedes dritte Wort beim Lauterbach ist also. Ja, muss man rein. Ich sage ständig ja, quasi und mal. Meine Füllworte. Immer. Ja, wenn ihr mal Lust habt, den Klima-Podcast, da mal die ganzen Füllwörter rauszuschneiden und so eine Best-of-Compilation zu machen, wenn jemand von euch eure Schnittsoftware bedienen kann. Auf jeden Fall, also es kam auch schon das Feedback, ich sollte weniger quasi sagen. Also von daher. Das ist gemein, oder? Ach, ich kann es ja eh nicht ändern. Also. Guck mal, Lambert ist schwarz geworden hier. Mit dem was? Kamera. Meine wolltest du nicht, wieder. Oh, wolltest du nicht schwarz werden, Claudia? Du hast doch gesagt, du hast nichts zu zeigen. Ich habe nichts zu zeigen. Das ist total korrekt. Da wollen wir noch. Oh, guck mal, da war kurz wieder ein Bild. Das ist aber aus dem Paralleluniversum hier gesendet. Ich bin am Reparieren. Ich höre den noch. Aufnehmen. Das, also jetzt das haben wir wenigstens noch mal hier eine Bewegung. Der gleiche Lambert. Es ist alles. Gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Alles gut. Genau, gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Bei mir gibt es tatsächlich nichts zu sehen. Das war ich kann gerne Überleitung. Das war natürlich nicht geplant. Wir planen doch immer alles. Wir merken es selbst. Ich weiß nicht, ob es kritisiert wird, aber es fällt auf hier, Lambert, dass man auch mal deine Hose sehen konnte. Was? Ich weiß nicht, ob die Erwartung war, dass du keine anhast. Ja. Aber... Das machen nur Podcasterinnen, habe ich, und Podcaster, habe ich gehört. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut, lasst uns über strange Dinge reden und über nichts zu sehen. ich habe gesammelt in den letzten Jahren,
und habe da in dem letzten, vor 2 Monaten mal ein bisschen ausführlicher noch zusammengesammelt, was ich noch alles im Kopf hatte. Und zwar habe ich Artikel gesammelt. Und ich möchte euch das mal ganz, ganz kurz zeigen, denn ich habe eine Sammlung, die ich liebevoll Strange Stuff nenne. So, jetzt muss ich euch mal hier beiseite schieben. Ich weiß, es ist total schlimm. Ich schiebe euch mal kurz beiseite. Ich teile mal meinen Bildschirm. Geht's ja doch zu sehen. Ein Fenster teilen, das hier. Und jetzt machen wir mal so. So. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr das lesen? Nein, oder? Also, ich muss mich anstrengen. Ganz hervorragend. Okay, warte. Und ich ahne, welches Programm es ist, in dem du das zeigst. Das Z oben links gibt einen Hinweis. Okay. Genau, es ist Zotero. Das ist mein Literaturverwaltungsprogramm und ich möchte euch das gerne zeigen. Nein, ich möchte euch dieses Literaturverwaltungsprogramm nur deshalb zeigen, weil ich darin meine Literatur sammle. Und ich habe diese Sammlung mit dem Namen Strange Stuff. So sieht Zotero aus. Das heißt, ich habe hier so Sammlungen mit Namen. Dann habe ich hier meine Artikel, die sich hier so sammeln. Und rechts sieht man so, was da so drin ist in den Artikeln. Also so die DOI und den Titel und wer das geschrieben hat. Das kann ich aber mal so ein bisschen nicht. Das mal ganz schick mal sein. So. Kann ich das jetzt wieder aufklappen? Ah ja. Guck mal. Gut. Und das sind jetzt so Paper, die man hier so sieht, die ich gesammelt habe. Und das ist Strange Stuff. Und das ist Strange Stuff, weil die haben alle, komische Dinge. Also hier unten sieht man meine Stichwörter, die ich vergeben habe. Und die haben entweder Strange Picture, also ein komisches Bild, oder einen komischen Titel, Strange Title. Das sind meine Lieblingspaper. Und ich könnte euch jetzt, wenn ihr Lust habt, natürlich alle darin vorlesen. Also es gibt da so ganz tolle Dinge wie One Ring to Multiplex Them All. Zeitschriftenartikel aus 2017, auch schön. Fuck Nuance. Zeitschriftenartikel. Hier haben wir noch P53 Shades of Hippo. Also ich glaube, man hat die alle schon mal gehört, wenn man sich so ein bisschen in der Wissenschaftsbubble herumbewegt. Kennt man, glaube ich, viele dieser Titel, weil da über schon viel sich lustig gemacht wurde. Nicht über alle, aber viele. Kennt ihr welche, Henning Lambert, so mit strangen Titeln, die ich vielleicht noch brauchen könnte? Am besten finde ich ja den Artikel, der heißt Get Me Off Your Fucking Mailing List. Stimmt, der ist hier, ist er hier schon drauf? Stimmt, das war schön. Also der ist auf jeden Fall in meiner Bibliothek, wenn ich das sage. Get me off your, ich glaube, also bin mir nicht sicher. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht drin. Aber den habe ich tatsächlich in Vorlesungen schon zitiert, in meiner Predatory Publishing Vorlesung. Der muss noch rein. Was Überfliegen deiner Titel entgegensprungen war das Die Hard Are Cancer Stem Cells the Bruce Willises of Tumor Biology. Das ist ja wunderschön. Allein cool, schon oder? Die sprachliche Anstrengung zu machen, ein Plural von Bruce Willis zu bilden. Richtig? Also. Es ist herrlich. Was haben wir denn noch? Leaving Office Feet First. Ja, den habe ich hier, glaube ich, drin. Hier, genau. Leaving Office Feet First. Death in Congress. Entschuldigung. Ich finde das, also mich bringen diese Titel zum Lachen. Also mir macht das Spaß. Also es ist natürlich immer ein bisschen tricky, das mit seinen Artikeln zu machen, aber es ist halt auch einfach witzig. Ich meine, Snakes on a Spaceship. An Overview of Pythons in Heliophysics. Da will ich wissen, was dahinter steckt. Also. Ja, ja. Oder Size Matters, if you control your junk. Es gab doch auch mal diesen Begriff Academic SEO, also Academic Search Engine Optimization. Fällt das auch darunter schon? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Müsste ich mir angucken, ob ich darüber auch so lachen kann wie bei diesen Titeln. Also ich meine, das hier ist auch ein schöner, ganz unten, Your brain is not an onion with a tiny reptile inside. I mean, what happened? What happened there? So, und also ihr seht schon, ich habe da ganz, ganz viel. Und mein Plan ist, wir machen uns über diese Paper lustig, weil die haben lustige Titel. Aber
Ich finde, man sollte sie auch mal lesen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde immer mal wieder ein Paper aus dieser Liste rausziehen, von dem wir bisher immer nur den Titel gehört haben, um darüber zu lachen, und den lesen. Ich weiß noch nicht, wie gut das wird. Können wir uns jetzt einen aussuchen? Oder kann der Chat sich jetzt einen aussuchen? Oder was ist jetzt? Fürs nächste Mal. Also jetzt habe ich natürlich einen vorbereitet, aber fürs nächste Mal könnte man einen aussuchen lassen. Das stimmt. Das könnte ich dann mal, ich könnte mal so eine Auswahl machen. Wir machen so ein Voting auf Mastodon und Twitter. Das ist so eine akademische Variante von PowerPoint-Karaoke oder so. Ja, das ist gut. Ich finde das nicht gut. Kannst du noch mal, was die Jahreszahlen angeht, noch mal hochscrollen, bitte? Ja, falls du noch in der Jahreszahlensortierung bist. Du hast ja richtig alten Scheiß von 1982 drin. Das und ich fange auch tatsächlich heute mit dem Ältesten von allem Scheiß an. Deswegen habe ich gesagt, dass es heute bei mir alten Kram gibt. Das Älteste vom Alten. Also so ganz alte Wissenschaft. Aber bevor du damit anfängst, musst du mir ja noch mal erzählen, also würde mich zumindest interessieren, wie du darauf, also wie kommst du an diesen Kram? Habt ihr so einen Bibliothekarinnen-Slack, wo ihr so, ich hab's ja schon gesehen, voll krass. Manchmal. Und dann wird das da geteilt oder gibt es da einen Hashtag auf Twitter oder Mastodon? Oder also manchmal schon. Oder guckst du freitags nachmittags, wenn dir langweilig ist, nochmal so die Paper nach strangen Titeln durch? Ja, ich habe Spaß an sowas. Und ja, manchmal schicken wir uns so Dinge zu, manchmal sehe ich sie durch Zufall. Oder auf Twitter war doch mal ganz groß dieses Paper, das es geschafft hat, das Gesicht von Trump auf einen Affenscheißhaufen zu montieren. Ja. Vielleicht lese ich das ja auch mal. Ja, und es gibt bei Twitter ja auch den Fachreferatsfreitag, also falls jemand da tiefer einsteigt. Ja, da kommen auch manchmal schöne Titel, das stimmt, den Fachreferatsfreitag. Ja, also es sammelt sich tatsächlich, es sind ja jetzt noch nicht so viele, also es sind schon ein paar, aber das kann man nehmen. Ich sollte jetzt als Gruppenbibliografie machen. Ja, die kann ich gerne machen. Ich mache daraus mal ein Soterisch. Und das stimmt, free to download is not the same as open access und das Paper ist übrigens hinter einer Paywall und Sci-Hub hat es nicht. Frag mich nicht, hat mir jemand gesagt. Das ist nicht auf Sci-Hub, ja. Also ich habe das, ich sag euch, was drinsteht, wenn man es irgendwo kriegt. Ja, also das sind schon sehr schöne Titel und ich würde gerne heute über den hier sprechen, also den allerältesten. Und ich habe es mir damit natürlich für heute quasi maximal einfach gemacht. Also der Titel lautet An Unsuccessful Treatment of a Case of Writer's Block. Self-Treatment, bitteschön. Gucken wir uns das Paper mal an. Und das ist das Paper. You get the pun, you get it. Don't you? Ja. Ja. Also, es ist aber das Journal. Er hat es durch Peer Review geschafft, anscheinend damit. Wait for it, ja. Okay. Also, hat er. Also, es ist tatsächlich erschienen im Journal of Applied Behavior Analysis. Und hier steht auch alles schon drin: Volume, Paper, findet man auch bei der Zeitschrift, gar kein Problem. So. Und dann scrollt man hier so runter. Also, deswegen, es gibt heute nichts zu sehen, wollte ich damit sagen, als ich das geschrieben habe. Und hier unten gibt es aber auch keine Referenzen. Und dann gibt es aber hier diesen kleinen Text. Also, Portions of this paper were not presented at the 81st Annual American Psychological Association Convention. Wurde auch tatsächlich nicht vorgetragen. Aber schön ist auch hier unten, published without revisions. Tut mir leid. Ich meine, wie viel Humor hatte damals Forschung? So, weißt du, das? Ja. Ich lieb's. Und so, jetzt gehen wir weiter. Pass auf. Comments by Reviewer A. I have studied this manuscript very carefully with lemon juice and x-rays and have not detected a single flaw in their design of writing style. Oh. Clearly it is the most concise manuscript I have ever seen. Also ich finde, das ist schon, ich finde es schon gut. Also das ist schon, das ist schon fun, oder? Ja. Absolut. Was hat denn Reviewer 2 gesagt? Der ist doch sonst immer der Kritischste. Ja, ich glaube 74 gab es noch nicht so oft zwei, also hier ist nur einer. Aber der hatte einen
unfassbar guten Hinweis. Also der hier nämlich sagt, Moment, nee, das hier steht es doch nicht. Nee, steht hier gar nicht. Ach Gott. Wo habe ich das denn? Stand das hier nicht? Ich dachte, ich hätte das hier drin gelesen. Naja, vielleicht habe ich es woanders drin gelesen, aber es gibt nämlich nicht nur dieses Paper, um es gleich mal zu sagen. Es gibt Replikationsstudien. Geil. Ihr erinnert euch an Replikation und Reproduktion. Reproduzierbarkeit und Replizierbarkeit. Und jetzt können wir doch mal hier nach Writers Blog suchen. Ah, mehrere. So. Und dann gibt es tatsächlich, naja, also mehr. Da in den 90ern gab es aber ein bisschen eine Lücke. Eine Lücke, ja. Aber ich habe tatsächlich, es fing alles an beim 2021er Paper. Also ich habe dieses Paper hier gefunden, das 2021er. Und das ist tatsächlich ein ganz schönes offizielles Paper, das hier November 2021 veröffentlicht wurde. Und dessen Inhalt, das ist, also das war's. So. Mhm. Aber der hat dann schon den 1974er da zitiert, oder was? Genau, genau. Der hat den nicht zitiert, aber der hat doch hier 74, 83, 84, ich habe sogar nochmal 2014, aber 2014 ist was anderes. Da steht nämlich, Facts are more important than novelty. Replication in the education sciences. Ja, also hier wird dann schon auf die Replikation der ursprünglichen Studie hingewiesen quasi. Und wir sehen, es wurde received im August, akzeptiert im Oktober. Also das ist schon, also 2 Monate, naja, gut, anderthalb. Oder dieser eloquente Text hier gereviewt. Ich finde das klasse. Also sie drucken das heute noch ab. Also es ist nicht so, als würden die das, hätten die das nur 74 gemacht. Hier Melanie verweist auf den Journal-Titel. Wie war der? Das habe ich nicht mitbekommen. Der Zeitschriftentitel heißt, Moment, Journal of Trial and Error. Ah, ja. Okay. Genau. Das wäre übrigens auch mal für Informationswissenschaftsstudierende eine schöne Übung, den Zitationsgraph dieser Paper mal vielleicht visuell darzustellen oder so. Ich meine, es scheint ja inzwischen so eine ganze Familie von Papern rund um dieses Thema zu sein, die sich aufeinander beziehen. Stimmt. Ja, hier nochmal eine sehr wertvolle Einschätzung. Danke, Tom. Das stimmt. Das war ein guter Punkt. Das war ein guter Punkt. Aber muss sagen, also der wurde auch schon natürlich im 2016er Paper gut dargelegt. Also das ist jetzt hier der Abstract. Und das war es auch schon. Aber ich finde ja, also man kann hier unten dann die Correspondence ist da zu sehen. Also und hier auch discuss ideas arising from this article at Ich bin total begeistert davon, dass wir heute noch sowas abdrucken. Also, dass heute sowas noch abgedruckt wird, auch wenn es jetzt nicht natürlich eine Elsevier-Zeitschrift ist. Aber ich finde das gut, dass man da so einen gewissen Humor hat. Aber ich glaube, alles wird natürlich nicht abgedruckt. Also, wir haben hier schon noch einiges. Ich finde es super. Also, auch die Referenzen wieder, ne? Also, es wird dann immer wieder aufeinander verwiesen und sich zitiert. Das ist schon sehr schön. Und hier ist allerdings, das wollte ich noch als Hinweis aufgeben, hier steht, portions of this paper were presented. War bestimmt ein spannender Vortrag. Ist nicht schlecht. Ich werde auf jeden Fall euch die Liste zugänglich machen. Ich werde das einrichten, damit ihr auch so schön diese Paper hier euch angucken könnt. Auch hier without revisions. Also das sind schon sehr wertvolle Paper. Und ich finde, es macht mir immer Freude zu sehen, dass dass Forschung sich nicht immer so ernst nimmt. Oder? Also ich finde das irgendwie, mir macht das ein bisschen Freude und ich finde es auch ganz schön, mal verrückte Titel zu benutzen. Also man sollte es nicht übertreiben, aber ich finde es schön, mich bringt es zum Lachen. So, und wir gucken dann demnächst mal in so ein paar von den Papern rein. Ich stelle mal welche zur Auswahl, die ich gerne lesen würde.
Das ist eine schöne Kolumnenidee, das mit dem aus den strangen Papers was vorlesen. Ja, ja? Okay, gut, dann. Oh, JP hat auch eine schöne Idee. Leere Seiten teilen, frustriert gucken, im Hörsaal umherlaufen, Quatsch tippen und wieder löschen. Das ist auch eine. Guck mal, kannst du dir vorstellen, wie lustig eine PowerPoint-Karaoke wäre, wenn die PowerPoint einfach weiß wäre? So, und jetzt müssen Sie da 5 Minuten einen Vortrag drüber halten. Und zwar ohne Diskurspartikel. Jetzt aber Next Level. Ja. Ja. So, die Bibliotheksgang hier, Bibliothekarinnen-Gang, hat dir auch sehr viel Liebe hier für dein Tool beikommen lassen. Oh, also da scheint es ein Nerd-Overkill hier zu sein. Absolut. Also Zotero kann ich auch nur empfehlen, wenn man ein Literaturverwaltungsprogramm sucht oder generell irgendwie überlegt, mehr als sich einfach Publikationen zu speichern, ist das Tool der Wahl. Auch wenn du ein bisschen gedisst wurdest hier, weil du nur so wenig Sammlungen hättest angeblich. Du hast nicht gesehen, dass da sich welche aufklappen lassen, ne? Also unter der Sammlung Publikationen und Vorlesungen und Vorträge, wenn man die aufklappt, wird ganz schön lang. Ja. Ja, das war strange. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, schön. Ja. So, wollen wir jetzt noch zwitschern? Ja, wenn ihr mögt, dann. Wenn der Chat noch nüchtern ist, dann geht das. MMMMMMMM. Also, am Trinken. Genau. Und es geht nicht um Twitter. Obwohl das die Anspielung Twitcher ist. Was mag es sein? Die Wahrheit ist ich mache etwas. Verwirrend. Ja, ne? Die Wahrheit ist, ich mache etwas, was für einen letzten Beitrag auch total gut passt. Nämlich, es ist kein Downer, aber ich lese euch was vor aus einem Buch. Aus einem alten Buch und ihr könnt euch eigentlich jetzt schon schlafen legen an dieser Stelle, schon mal das Licht dimmen und so und den Forschungsstrom mit ins Bett nehmen und zu meiner hoffentlich angemessenen Stimme. Wenn ihr aber doch noch aktiv seid, dürft ihr auch im Chat, also von diesem Spiel sind Henning und Claudia ausgeschlossen, aber ihr anderen dürft im Chat tippen, aus welchem Buch ich vorlese. Ich meine, eine Anspielung habe ich mit Zwitscher ja schon gemacht. Moment. Und zwar, aber es wird jetzt nicht allzu lang. Also es sind 2-3 Stellen, aus denen ich euch jeweils 2-3 Absätze vorlese. Das ist jetzt nicht ganz schlimm. Es herrschte eine ungewöhnliche Stille. Wohin waren die Vögel verschwunden? Viele Menschen fragten es sich. Sie sprachen darüber und waren beunruhigt. Die Futterstellen im Garten hinter dem Haus blieben leer. Die wenigen Vögel, die sich noch irgendwo blicken ließen, waren dem Tode nah. Sie zitterten heftig und konnten nicht mehr fliegen. Es war ein Frühling ohne Stimmen. Einst hatte in der frühen Morgendämmerung die Luft widergehallt vom Chor der Wander- und Katzendrosseln, der Tauben, Häher, Zaunkönige und unzählige anderer Vogelstimmen. Jetzt hörte man keinen Laut mehr. Schweigen lag über Feldern, Sumpf und Wald. Auf den Farmen brüteten die Hennen, aber keine Küken schlüpften aus. Die Farmer klagten, sie seien nicht mehr imstande, Schweine aufzuziehen. Jeder Wurf umfasste nur wenige Junge und sie lebten höchstens ein paar Tage. Die Apfelbäume entfalteten ihre Blüten, aber keine Bienen summten zwischen ihnen umher und da sie nicht bestäubt wurden, konnten sich keine Früchte entwickeln. Die einst so anziehenden Landstraßen waren nun von braun und welk gewordenen Pflanzen eingesäumt, als wäre ein Feuer über sie hinweggegangen. Auch hier war alles totenstill, von Lebewesen verlassen. Selbst in den Flüssen regte sich kein Leben mehr. Keinen Angler suchten sie auf, denn alle Fische waren zugrunde gegangen. So, das ist mal aus dem ersten Kapitel dieses Buches. Ich gucke mal kurz in den Chat, ob es da schon jemand was geraten hat. Sehr ahnungslos. Was suchst du denn, den Titel oder die Autorin? Den Titel, ja. Autorin nehme ich auch, das ist okay.
Aber ob das jetzt kein Downer ist, Lambert, bin ich, will ich mal so ein bisschen, bisschen anzweifeln. Ja. Garantiert ist kein nicht, Downer. Also, ja, jetzt, wo du es so sagst, Henning, vielleicht war die Ankündigung. Ja. Ja, genau, ich stimme JP dazu. Aus einem weiteren Kapitel vor. Wolltest du schon einen Tipp haben? Hier kam noch ein Tipp gerade. Ja, gerne, gerne. Silent Spring. Oh, ja, unsere Zuhörerschaft ist einfach zu smart für mich. Was Silent Spring ist, darauf gehe ich nachher gerne ein, aber diese Auflösung stimmt schon mal, das kann ich schon mal sagen, ja. Okay. Auf all diese Wagnisse hat man sich eingelassen. Und wofür? Künftige Historiker dürften sich mit Recht über unsere verschrobenen Vorstellungen von richtigen Größenverhältnissen höchlich wundern. Wie nur konnte ein intelligentes Wesen ein paar unerwünschte Arten von Geschöpfen mit einer Methode zu bekämpfen suchen, die auf die gesamte Umwelt vergiftete und selbst die eigenen Artgenossen mit Krankheit und Tod bedrohte? Doch genau das haben wir getan. Wir haben es überdies aus Gründen getan, die hinfällig werden, sobald wir sie genau überprüfen. Man macht uns weiß, dass der gewaltige und immer ausgedehntere Gebrauch von Schädlingsbekämpfungsmitteln nötig sei, um die Produktion der Landwirtschaft zu heben. Doch ist unser eigentliches Problem nicht die Überproduktion? Man hat zu der Maßnahme gegriffen, Ackerland brach liegen zu lassen und die Farmer zu bezahlen, damit sie es nicht bebauten. Und trotzdem haben unsere Farmer einen so schwindelerregenden Ernteüberschuss, dass der amerikanische Steuerzahler im Jahre 1962 über $1 Milliarde an jährlichen Gesamtverwaltungskosten für das Programm der Einlagerung überschüssiger Nahrungsmittel ausgab. Wird die Lage vielleicht gebessert, wenn eine Abteilung des Landwirtschaftsministeriums sich bemüht, die Produktion zu drosseln, während eine andere Abteilung, wie im Jahr 1958 geschah, feststellte, man nimmt allgemein an, dass die Verkleinerung der Anbauflächen für Feldfrüchte gemäß den Bestimmungen der Bodenkreditbank das Interesse an der Verwendung chemischer Mittel wecken wird, um auf dem weiterhin bebauten Land ein Höchstmaß an Erträgen zu erzielen. So, und jetzt glaubt ihr vielleicht schon so zu wissen, ja, in welche Richtung das alles geht, was für ein Buch das ist. Lese ich euch noch was vor aus dem nächsten Kapitel. Aufgepasst. Manche organische Verbindungen setzen sich nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff zusammen. Die einfachste davon ist Methan, das sich in der Natur bei der bakteriellen Zersetzung organischer Stoffe unter Wasser bildet. Mit Luft im richtigen Verhältnis gemischt, wird Methan zu dem gefürchteten Grubengas der Kohlenminen. Seine Struktur ist ganz einfach. Es besteht aus einem Kohlenstoffatom, an das 4 Wasserstoffatome gebunden sind. Ja, mit schöner Abbildung. Sehen, ne? Genau, mit schöner Abbildung. Jetzt kommt auch noch Chemie. C ist das chemische Zeichen für Kohlenstoff, H für Wasserstoff. Die Chemiker haben entdeckt, dass es möglich ist, eines oder alle Wasserstoffatome zu entfernen und durch andere Elemente zu ersetzen, zu substituieren, wie man sagt. Wenn wir zum Beispiel ein Atom Wasserstoff durch ein Atom Chlor substituieren, stellen wir Monochlormethan, auch Methylchlorid genannt, her. Dann wird auch das dargestellt und so weiter. Und eine Seite später ist das Buch dann beim DDT und es wird also genau erklärt, was das ist, was die Formen sind, wie das produziert wird, wie das wirkt, was das im menschlichen Organismus macht und so weiter. So, das war meine kleine Mini-Lesung und der super schlaue Zuhörerschaft hier hat es ja längst aufgedeckt. Das ist Silent Spring, richtig. Zeig doch mal das Buch. Ja, gerne. Also ich habe jetzt aus der deutschen Übersetzung, es ist ein amerikanischer Titel, vorgelesen. Und es ist. Von wann ist das? Ja, ich glaube, eine Jahreszahl kam in dem Forum, was ich vorgelesen habe. Es ist von 1962. Es ist tatsächlich von August 1962. Das heißt, in diesem Spätsommer wird das genau 60 Jahre alt. Und ich finde das Buch
in mehrfacher Hinsicht super bemerkenswert und einen Blick in das Buch wert. Es gilt als ein Klassiker, der, ja, und da wird es interessant, vielleicht der Wissenschaftskommunikation. Es ist sicherlich, es hat den Charakter eines Sachbuchs, was eben das Problem mit DDT in der Landwirtschaft damals erklärt. Aber es ist mehr als das. Es gilt auch, es wird auch diskutiert als ein Startschuss der modernen Umweltbewegung gleichzeitig. Und man kann an der mittleren Stelle, die ich vorgelesen hatte, wo gesagt wird, okay, was ist der Zweck? Warum wird DDT, also dieser sehr aggressive Stoff, der inzwischen in fast allen Ländern verboten ist und nicht mehr eingesetzt wird, Fußnote von mir jetzt, wozu wird der eingesetzt? Und dann fällt eben auf, der Irrsinn, der dahinter steckt, ist eigentlich die Ökonomie. Ja, also es wird sozusagen eine Landwirtschaft in eine ganz fragwürdige Richtung hin optimiert. Ja, es wird sozusagen für einzelne Dinge, die man da haben will, die Menge unheimlich vergrößert, die man erzielen will in einer bestimmten Zeit oder auf einer bestimmten Fläche. Ja? Und das Interessante ist jetzt, dass man aus heutiger Sicht, man kann sich ja fragen, vor 60 Jahren, DDT ist verboten, na, ist es noch aktuell oder so, dass schon an der Stelle deutlich wird, dass Rachel Carson eigentlich schon sozusagen den ganzen Eisberg anspricht, wo ihr Buch direkt vor allem nur die Spitze des Eisbergs anspricht. Also ich meine, man kann DDT verbieten, kein Problem, ja. Aber sie spricht schon das darunterliegende ökonomische Ding an. Und aus heutiger Sicht, ja, diese Art von Landwirtschaft hat eine ganze Menge von Problemen schon für die Menschen gebracht. Ja, es hat massiv, also wie man inzwischen sehr genau weiß, hat massive Auswirkungen auf das Klima, so Landwirtschaft zu betreiben. Es hat massive Auswirkungen auf die Artenvielfalt, was auch indirekt bei Rachel Carson drinne steckt. Und manches mehr, ja, also diese Tatsache, dass sie eigentlich ein sehr augenfälliges, der stumme Frühling, also ja, also okay, Artensterben aus, es ist vorstellbar, das ist in diesem etwas dystopischen ersten Kapitel ja angesprochen von ihr, es ist vorstellbar, dass man bald überhaupt keine Vögel mehr morgens singen hört, wenn das so weitergeht, ne, weil die ganzen Insekten dann weggestorben sind und die ganzen Kreisläufe unterbrochen sind oder so, aber sie verweist auf eine ganze Menge mehr. Deswegen ist das meines Erachtens sehr interessant und wenn ihr mal reinguckt, achtet auch mal auf den Stil, auf das Wie. Ich behaupte jetzt mal, ich sage jetzt mal, die Rachel Carson, das war die Mighty ihrer Zeit, ja. Denn Tatsache ist, das ist natürlich eine Sache, die hatte davor auch schon andere Sachbücher geschrieben oder so, die für die damaligen Verhältnisse sozusagen ein unglaublich gut austarierter Kompromiss war zwischen einerseits sehr gründlich und sehr wissenschaftlich und andererseits aber eben auch verdaubar. Ihr müsst zugeben, das, was ich gerade vorgelesen hatte, das kann man verstehen. Ja? Also auch ich, ja, der ich Angst habe vor chemischen Formeln, ich gebe es zu oder so, kann das lesen und ich kann das kapieren, wie sie mich da durchführt, durch den Stoff. Dadurch ist es dann auch insgesamt ein bisschen länger, weil sie es für Leute schreibt wie mich, die es nicht sofort ganz abstrakt kapieren. Und es ist ein sehr guter Kompromiss. Also zum Beispiel dankt sie am Ende auch namentlich den Bibliothekarinnen, die ihr bei der Recherche geholfen haben. Und es hat ein irre langes Quellenverzeichnis. Und sie geht vor, das beschreibt sie auch, dass sie also den Text nicht unterbricht durch Fußnoten, um die Lesbarkeit zu erhöhen, aber nicht darauf verzichtet, die volle Macht an Quellen, die es für diese Sachen gibt, zu nennen. Deswegen nenne ich sie die Mighty ihrer Zeit. Sie geht da keinen faulen Kompromiss ein, sondern sie macht beides. Sie optimiert sowohl die Verständlichkeit, die Lesbarkeit, das Buch war das Medium ihrer Zeit natürlich, als auch die Gründlichkeit und auch die Anregung, lest selbst nach, guckt euch das an. Ja. Und ich möchte schließen mit einer letzten Beobachtung, vielleicht so ein bisschen seitlich angeflanscht, aber achtet auch mal drauf, was sie nicht tut im Vergleich zu der Behandlung des Themas, wie ihr es heute kennt. Also das ist nämlich auch, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, ganz interessant. Die Rachel Carson macht Folgendes. Die beschreibt, wie zu ihrer Zeit eigentlich ein Thema, was nirgends vorhanden war, ja, massiv wahrgenommen werden müsste. Nämlich der Einsatz von diesen aggressiven Schädlingsbekämpfungsmitteln in der amerikanischen, darüber schreibt sie, in der amerikanischen Landwirtschaft.
Und sie prangert das natürlich an, ja. Also sie ergänzt die Gründlichkeit, indem sie auf Quellen verweist oder so. Sie ergänzt das durch ein durchaus, zum Beispiel dieses kurze, dystopische erste Kapitel, dass sie den Leuten das auch vor Augen hält, was für ein massives Problem das gerade ist, ja. Und es ist auch interessant, da nochmal in den Wikipedia-Artikel über das Buch reinzugucken, die, was für Strategien nacheinander die chemische Industrie in den USA damals versucht hat, um mit der Kritik durchzugehen. Da kommt einem einiges bekannt vor. Sie haben zuerst versucht, das total klein zu reden oder zu verschweigen und dann so, ah ja, okay, ah nee, aber kriegen wir hin. Und ja, und dann letztendlich ist das Zeug doch wahrscheinlich das, was die Ölindustrie dann in den 70ern gemacht hat, und ja, die Tabakindustrie in den 80ern und die Social-Media-Plattform-Industrie jetzt in diesen Jahren, ja. Genau, genau, die Muster kennt man so ein bisschen. Und worauf ich aber hinaus will, was sie nicht macht, und das ist sehr interessant, wir haben heute bei Literatur, bei Medien, die sich mit diesen ja wirklich menschheitlichen Krisen, heute sind wir es fast gewohnt, ja, es lauern überall Bedrohungen für die Menschen, ja, ja, von denen wir wissen sollten tatsächlich. Ne? Bei der Behandlung dieser Krisen haben wir ganz oft so als einen roten Faden, der sich durch die Medien hindurchzieht, diese Frage, na, was bedeutet das denn für mich? Was kann ich mit meinem individuellen Verhalten tun? Und ich rede dabei noch nicht mal von den Leuten, die das auf die Spitze treiben und dann nur noch, also Veganismus. Ich nenne euch die Argumente. Ich widerlege die, die es nicht und so weiter. Sondern ich meine jetzt wirklich, es zieht sich durch. Wir haben wirklich ganz stark so ideengeschichtlich dieses Erbe dieser Lebensreformbewegung. Da gibt es linke und rechte Abzweigungen in alle Richtungen oder sowas. Und immer wieder wird es runtergebrochen auf dieses, na, was bedeutet das für mich? Und eine Sache, die bei Rachel Carson auffällt, ist, das kommt in dem ganzen dicken Buch so gar nicht vor, ja. Es ist ihr wirklich egal. Weder fordert sie das, noch weist sie zurück, dass das nicht alleine reichen würde. Nee, sie sagt einfach, es ist ein systemisches Problem. Wie uns alle betrifft es, ja, und es ist ein systemisches Problem und es muss jetzt gehandelt werden. Und das fällt im Vergleich zu vielen anderen, würde ich mal behaupten, ich habe es nicht wissenschaftlich untersucht, aber ich glaube, wenn man das mal untersuchen würde, würde einem doch auffallen, dass das ein Aspekt ist, der bei ihr wegfällt. Und das hat dem Buch nicht geschadet. Im Gegenteil, es ist gerade, weil wir jetzt wieder diese diversen menschenverursachten Menschheitskrisen so krass parat haben, kommt es einem hochaktuell vor. Ja, das war der Literaturtipp des Monats vom Forschungsstrom. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Falls ihr Fragen oder Überlegungen habt, ich hoffe, ich kann was dazu sagen. Also sehr viel mehr als das, was ich jetzt gesagt habe, weiß ich auch nicht über das Buch. Aber das ist schon einiges. Versuchen. Aber ich finde es ja sehr sympathisch, dass du auch bei Chemie so mit den Augen so, nein, kann ich nicht. Geht mir ja ähnlich. Henning, kannst du gut Chemie? Also ja, Methan, da hätte ich jetzt, glaube ich, mir noch zugetraut, dass ich das noch, die Formel noch hingewirkt bekommen hätte. Ich habe da keine Berührungsängste gegenüber, aber ich musste mich da auch immer irgendwie durchkämpfen. Was mich aber nochmal interessieren würde, war das denn damals, oder weißt du das, war das damals ein Bestseller oder ist das irgendwie, hat das Einfluss gehabt? Also da sind dann auch schon Sachen in richtig auflagenstarken großen Medien in den USA zugelaufen, ziemlich schnell. Also es war richtig eine größere Kampagne. Die Zeiträume, dass so ein Thema groß wird, waren wahrscheinlich andere als heute. Also dieser Erregungszyklus ist ja ein anderer gewesen. Aber es war innerhalb weniger Jahre so, dass es echt auf der politischen Agenda war und das klar war, da muss jetzt irgendwas passieren oder sowas. Und sie hat, also, was ich jetzt schwer einzuschätzen finde, ist bei solchen Sachen, ne, dass auf einmal so ein Thema von 0 auf 100 da ist oder so. Es ist meistens nicht eine Person oder ein Buch, woran das liegt. Ne? Aber auf jeden Fall war sie eine Pionierin, die das Thema ganz hoch auf die Bühne gehoben hat, von nahezu 0. Ja. Also ich kannte weder sie jetzt noch das Buch. Und wenn du mich so gefragt hättest, mit welchem Buch hat die Umweltbewegung angefangen, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich so ein Club of Rome irgendwie 1972, Grenzen des Wachstums oder so, wäre mir als erstes eingefallen. Aber dass sie jetzt hier dann schon 10 Jahre später, vorher da schon so, ja, spannend.
Und eine Frage noch, wie bist du jetzt drauf gekommen? Hast du es irgendwie auf deinem Nachttisch wiedergefunden? Oder? Ja. Es war so eine Mischung. Ich hatte es immer im Kopf, da gab es was. Und dann begegnete es mir mal wieder in meinen unendlichen Stapeln, die total unbibliothekarisch schlecht sortiert sind. Also der ganzen so, gelesenen Bücher? Natürlich, klar. Nee, ich frag mich nach irgendeiner Seite aus dem Buch. Ich rezitiere es dann. Ja. Nee, aber es ist dann so, dass ich dann nochmal dachte, 62, stimmt, das Buch wird 60. Und ich hatte dann diesen Impuls, dass man vielleicht auch mit der SciComm oder Viscom-Community ja vielleicht auch mal was zu dem Jubiläum machen könnte oder so. Keine Ahnung, dass man auf eine originelle, interessante Weise unbeachtete Fakten gut beschreibend über irgendwelche heutigen Medien transportiert, keine Ahnung, und das mit dem Namen Rachel Carson verbindet, weiß ich nicht. Aber das ist nur so eine vage Idee. Also wenn jemand von euch Lust hat, im August Rachel Carson-mäßig was zu unternehmen, bin ich gerne dabei. Oder auf Lamberts Lieblingssender nochmal die Doku gucken hier. Ach, schön, danke für den Hinweis. Ja. kann man, also du hattest ja jetzt diese chemischen Symbole gezeigt. Wie ist denn das dann noch mit den Abbildungen drin? Also es gibt sonst keine Abbildung. Also es gibt, okay. es gibt nur Abbildungen auch noch in Anführungsstrichen, weil das ja so nicht illustrativ ASCII ist, sondern Art war das. Ja, genau. ASCII-Art, genau. Okay. Ach ja, und was ich ja auch immer gerne mal mache bei Literatur, die ich hier erwähne oder so, ist mal kurz bei Google Scholar nachgucken, was, also in dem Zitationsgraf von Google Scholar jedenfalls, was man da über das Buch sagen kann. Also laut Google Scholar ist es mehr als 20.000 Mal zitiert worden, was mich jetzt nicht wundert, wie gesagt, weil es einen Klassikerstatus hat, durchaus, ja. Mhm. Am Anfang dachte ich, es ist doch sehr downer-behaftet, aber ja. Du hast dann noch die Kurve gekriegt, Lambert. Ja. Aber der Inhalt ist schon down. Ja. Aber jetzt auch aus so einer Viscom-Reflexionssicht finde ich auch immer diese Betrachtung, die du aufgemacht hast, spannend. So, inwieweit soll man eigentlich strukturelle Probleme, wo eigentlich nach ausführliche Analyse klar ist, dass die auch nur strukturell, sprich durch politische Vorgaben gelöst werden können, trotzdem auch noch irgendwie auf die individuelle Ebene mit reinbringen. Und dass sie da so eine ganz klare Haltung scheinbar zu entwickelt hat und die auch so durchzieht in ihrem Buch, ist natürlich schon spannend. Dazu würde ich gerne noch was beitragen. Ich war ja heute Vormittag und den Tag über auf einer Konferenz, es war eine digitale Konferenz, aber manche Menschen waren vor Ort. Also jedenfalls die auf dem Panel waren, außer mir, ich saß zu Hause. Und zwar war ich auf der Konferenz One Planet Left von der Stiftung Digitale Spielekultur und hatte so einen Vortrag zum Thema Wissenschaftskommunikation und Klimawandel und Games. und dann gab es eine sehr interessante Diskussionsrunde mit verschiedenen Teilnehmenden. Ich kann nochmal die Seite teilen. Moment, wo habe ich sie denn? Gibt sie hier irgendwo? Ich dachte, ich hätte sie gespeichert. Entschuldigung. Claudia, kann man deinen Vortrag da nachhören schon? Oder kommt das noch? Den gibt es auf jeden Fall zum Nachhören, aber soweit ich weiß, noch nicht jetzt. Also ich habe das bisher noch nicht gesehen. Ich habe aber hier den Link. Also der wird erst aufgezeichnet und das wird auch noch veröffentlicht. Und die Folien hatte ich auch schon veröffentlicht, wie immer, weil die sind dieses Mal wirklich sehr illustrativ und nicht inhaltlich. Jedenfalls, genau, war da so eine schöne Diskussion. Da war auch Clara Meyer dabei, also die Sprecherin von Fridays for Future. Und dann haben wir auch so ein bisschen genau diesen Punkt adressiert. Und das hat Clara Meyer hervorragend gemacht. Also die direkt zu Anfang schon bei einer der wichtigsten Fragen so, ja, können denn Spiele dann unser Handeln reflektieren und dann können wir ja unseren individuellen Konsum anpassen. Und sie sagt, ja, aber das ist gar nicht das Thema. Das ist gar nicht der Punkt. Also unsere individuellen Entscheidungen sind zwar nett und schön und gut, aber sie ändern nicht das Problem. So. Also das Problem ist ein ganz anderes, das ist ein System. Und ich hatte dann noch ergänzt, und das finde ich irgendwie total spannend, das habe ich jetzt im
beim letzten Kapitel des Podcasts, also beim letzten Kapitel, das ich gelesen habe, vom IPCC-Bericht gelernt. Die Folge ist noch nicht draußen, die kommt erst am Montag. Ich spoilere jetzt mal, dass eine der wichtigsten Anpassungsmaßnahmen, die wir als Menschen machen müssen, um uns anzupassen, nicht irgendwie individuelles Handeln oder irgendwas ist, sondern es ist Armutsbekämpfung. Das sagt der IPCC-Bericht. Ja, also es ist einer der wichtigsten Punkte an Anpassungsmaßnahmen, weil die Ärmsten der Armen leiden am stärksten. Also, ne, und im Sinne von Klimagerechtigkeit müssen wir uns natürlich darum kümmern, dass die, die wenig verursacht haben, und dazu gehören die nun mal auch, genügend dafür vorgesorgt wird, dass die nicht besonders leiden. Das tun sie aber. Arme Menschen leiden ganz besonders stark beim Klimawandel. Deswegen ist eine der Anpassungsmaßnahmen, damit diese Menschen nicht mehr leiden, die Armut zu bekämpfen. Und ich finde, das ist, zeigt nochmal auf, das ist ein strukturelles Thema. Das ist ja nichts Individuelles. Da können wir nichts dran tun, wenn wir uns mit, weiß ich nicht, wenn wir uns Bambuszahnbürsten kaufen und nicht mit dem Auto fahren, dann wird das nicht wegmachen. So, das wird es nicht bringen. Und ich finde das total, fand das total interessant. Es war eine sehr schöne, interessante Diskussionsrunde, muss ich sagen. Sehr spannend, sehr interessanter Teaser, den du da gebracht hast. Also man muss natürlich dazu sagen, wenn man das jetzt ein bisschen mal ins Verhältnis setzt oder sowas, ja, vielleicht zwei Überlegungen dazu. Einmal, Rachel Carson ist nicht auf dem Trip von Fridays for Future. Fridays for Future klagt ja sozusagen das Nichthandeln der Regierung an oder so, ne? Das tut sie nicht. Also sie hat eigentlich so eine ganz interessante passive, aber doch sehr actiongeladene Rhetorik, nämlich, dass sie ein fettes Problem in den Raum stellt und dass es alle betrifft, aber sie sagt nicht, der und der ist schuld oder der und der muss jetzt das machen. Das tut sie nicht. Ne? Mhm. Und ich finde das deshalb auch interessant, weil der Schluss, also den Fridays for Future auch nicht macht, das ist immer, ganz, 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 ganz viel über sich selbst nachdenkt und die Individualität oder sowas, dass das als Gedanke zu Rachel Carsons Zeit, Anfang der 60er, als sie das veröffentlicht hat, schon da war. Ja? Das muss man sich immer klar machen. Also das ist nicht erst mit den Hippies oder so in die Welt gekommen, sondern das ist, der Gedanke ist viel älter. Und deswegen kann man so diese Beobachtung eben machen, nee, aber sie springt auf diesen Zug nicht auf. Ne? Also. Ja, ist spannend. Also ich finde, das ist generell ein sehr interessantes Thema. Also auch dieses, was ist individuelle Verantwortung und wo hört sie eigentlich auf, weil wir da egal, also wenn, solange wir Konsumenten sind oder Konsumierende sind in der Gesellschaft, und das sind wir, da liegt die Hauptverantwortung, ist das ein systemisches Problem. Ja, also dieses, wir müssen die Strukturen verändern. Ja, es ist zwar total schön und gut, dass wir hier so auf Selbstverantwortung setzen und grünen Umgang und ich fliege ja auch nicht und so, also solche Sachen, das ist wichtig. Aber es löst nicht das Problem, das wir haben. So, also damit, da können wir alle noch verzichten. Und das wird ja gerne so gemacht, dass man immer sagt, aber du bist doch auch irgendwie mit dem Auto gefahren. So, ja, aber das ist nicht das, was das Problem hier ausmacht. Ne? Also das ist so eine ganz falsche Sicht, immer den Leuten dann Scham und schlechtes Gewissen einzugeben, dass sie in ihren einzigen vorhandenen Möglichkeiten, die sie haben, weil sie vielleicht kein Geld haben, um 1 Euro mehr zu bezahlen für eine Bambuszahnbürste, ne, das nicht tun können. Also die großen Verursachenden sind andere. Ja, so, jetzt habe ich mich wieder in Rage geredet. Willst du etwas sagen, dass die FDP gar nicht recht hat mit der Eigenverantwortung? Weiß ja auch nicht so genau. Nein. Aber wenn ihr Lust habt, also ich hatte gerade hier schon eine Spieleempfehlung gesehen im Chat. Wie hieß er? Moment. Achso, jetzt habe ich es auch gemacht. Eine Empfehlung zu Games ist Solarpunk Futures, a Storytelling-Game mit Karten und so, kann man kostenlos hier bekommen, selbst drucken. Aber das geht auch um tatsächlich Klima, nehme ich an, Solarpunk Futures. Ich klinge ein bisschen nach, ich hatte noch, es ging natürlich jetzt hauptsächlich um digitale Spiele, also um Computerspiele. Und da gibt es so eine ganz lange Liste von Spielen, die den Klimawandel thematisieren und so auch die Problematik von menschlichem Umgang mit Natur. Da hatte sie die Kollegin, eine Professorin auch aus im Bereich Philosophie, die sich damit beschäftigt hat, wie Klimawandel in Games thematisiert wird, hatte sie ein sehr gutes vorgestellt, das ich persönlich auch noch nicht kannte, weil ich keine PlayStation besitze. Das heißt Shadow of the Colossus. Und da geht es so ein bisschen darum, dass man als Mensch erkennt, dass man
im Laufe des Spiels erkennt, dass man eigentlich der Böse in der Rolle ist, also im Spiel ist und so. Und das ist eine sehr interessante Sache. Also man erahnt es schon vorher, aber das ist natürlich im Spiel, durchlebt man diese Entwicklung. Das ist total interessant. Also kann ich mal zu empfehlen, das ist nicht zwingend mit Klimawandel jetzt direkt zu tun, aber ich fand das sehr schön. Da gab es einige Beispiele. Ich habe noch eine ganze Liste hier. Ja, musst du noch mal hingehen und noch eine weitere Session da machen. Ja, ja. Und alle Spiele da spielen. Also, wir sehen uns in 3 Wochen. Ja. Ja, sehr schön, Lambert. Vielen Dank für den Tipp. Ja. Gut. So, haben wir noch was? Chat, haben wir noch genau. was? Habt ihr noch Fragen? Das ist doch mal hier so, habt ihr noch Themen oder Wünsche, was wir eigentlich nächstes Mal machen sollen? Ich überlege gerade, haben wir nächstes Mal wieder einen Klassik? Oder? Wir haben noch nichts geplant, ne? Ja, wir haben nichts geplant. Wir sind total vorbereitet. Und absolut offen für eure Vorschläge natürlich. Genau. Vorschläge und Wünsche. Genau. Dann? Okay, gut, dann gucken wir mal nach dem Datum, oder? Das ist ja dann unser Klassiker, würde ich sagen. Ja. Jetzt mal hier Daten crunchen. Ah, ja, ich habe so einen leichten Urlaubsplan, der den üblicherweise naheliegenden Anfang Juni-Termin für mich unmöglich machen könnte. Ja, es ist so. Mhm. Okay, dann kann die Woche danach können aber Henning und ich nicht, ne? Da ist Republika, oder weswegen meinst du? Ja, genau. Ah, okay. Ihr seid die Republika-Hipster dieses Jahr. Ja. Ja. Das heißt, wir müssten 6 Wochen Pause machen eigentlich. Oder schon Ende Mai. Da kann ich leider auch nicht. Ach so, das ist auch da so fair. Da ist tatsächlich eine Familienfeier. Ist mir nach ja. 3 Jahren mal wieder, 2 Jahren mal wieder Zeit für solche Dinge. Mhm. Das naja, dann wären wir beim 16. Juni. Ne? Ja. Kommt ihr so lange ohne uns aus, ihr im Chat? Oh. Nichts kaputt machen. Es gibt machen. Nur eine richtige Nicht. Antwort. Nein. Man kann ja eine alte Folge aus der Konserve mal hören, wenn man mal wieder unsere beruhigenden Stimmen und unsere abgestandenen Witze von der Ü20-Fraktion hier hören will. Ja, oder vielleicht mache ich noch mal zwischendrin einen Coworking-Stream. Boah. Die also Antworten, die jetzt reinkommen, sind natürlich. Ja, ja. Habe ich ja auch hier gemacht. Ach, niemals. Ja, danke. Das war das Feedback, das wir brauchen. Ja, guck's auf der Republika, ja, genau. Also, aber ich kann auf der Republika, also wir können auf der Republika nicht streamen. Wobei, Henning, hast du eine gute Internetverbindung? Ich hätte, keine Ahnung, da zu Hause schon, ja, aber nicht auf der Republika wahrscheinlich. Aber wir könnten uns ja zu zweit bei dir hinsetzen. Können wir machen. Also Leute, bei der Republika Internetverbindung, das dürfte nicht das Problem sein, oder? Wenn die irgendwas hinkriegen, ist ja, aber nicht abends um 21 Uhr. Okay. Ah ja, okay, ja, recht, stimmt, ja. Naja, aber eigentlich will man ja jetzt, wenn schon wieder irgendwie Aerosol-Sharing Edition von Republika ist, dann will man doch eigentlich da auch mal wieder mit Leuten genau. Fistbump machen und so. Ne? Ich sage ja immer, also ich fahre ja hin zu solchen Events wie der Republika oder zu so einer Konferenz, nicht weil ich gerne schweigend stumm neben Menschen sitze und mir Vorträge anhöre, sondern weil ich abends gerne quatsche. So. Und den Teil wollen wir dann eigentlich quasi nicht auslassen. Also machen wir den 16., ja. oder? 16. Juni. Es ist offiziell verkündet. Dann ist, Lambert, dein Urlaubsantrag ist hiermit genehmigt. Offizieller Forschungsstromurlaub. Danke. Genau. Mal gucken, ob ich eine Überbrückungssession mache, aber ich hab halt viel zu lesen immer, von daher kann ich mal wieder co-worken. Ich habe auch wieder einen Vortrag vorzubereiten. Vielleicht kann ich auch wieder einen Vortrag basteln. Das klappt ja immer gut. Also mit den Leuten hier zu arbeiten, das macht sehr viel Spaß. Ja, das ist schon unique. Und hier wird gerade noch erwähnt, sinnvolle Alternativen zum Peer-Review-Prozess. Es ist natürlich ein Wissenschaftskommunikationskern und Dauerthema der Peer-Review. Kann man sicher was zu machen?
Aber was kann man da brainstormen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir da viel gebrainstormt kriegen. Weiß ich nicht. Aber vielleicht ist das nur mein Kopf, der sagt, ich weiß es nicht. Bei der Forschungsförderung gibt es ja so Vorschläge, dass man anstatt da so Auswahlkomitees zu machen, dass man einfach mal würfeln sollte. Das fand ich einen ganz spannenden Vorschlag. Stimmt, und das sollte gar nicht so viel schlechter sein. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Volkswagen-Stiftung macht das zum Teil, ja. Ja, ist ganz clever. Vielleicht könnte man ja beim Peer-Review-Prozess auch einfach ein bisschen würfeln. Also wir würfeln aus euren Chatbeiträgen jetzt das Thema der nächsten Sendung. Nein. Wir werden das sorgsam die Qualität eurer Chatbeiträge abwägen und auf der Grundlage. Nein, auch nicht. Auch nicht. Wie machen wir es denn dann? Ja. Okay. Türschwellenpädagogik für Forschungsstrom. Wir machen ganz das spontan heute. Ja. Nein, aber meistens fällt uns ja doch was halbwegs Originelles ein. Aber was wir auf jeden Fall noch bräuchten, wäre was zu raiden, oder? Ja, genau. Ich gucke gerade, aber ich finde nicht so richtig was. Chat, habt ihr jemanden, den ihr gerne geraidet sehen würdet? Gibt es nicht irgendwas zum Thema Mastodon, wo man dann nochmal so Dirty Mastodon-Hacks irgendwie oder so? Oder halt Elefanten-TV. Gibt es was mit Elefanten auf Twitch? Ja. Ach nee, es waren ja gar keine, es war ja ein Urzeittier, war das ja eigentlich, ne? Das Mastodon. Also ansonsten würde ich sagen, wir gehen rüber zu Stegnitz Astro, der streamt. Das ist ja der Astrologe. Da waren wir schon. Nein, genau, der programmiert seine eigene Sternbeobachtungs-Setup. Also ich würde es jetzt nicht Teleskop nennen, das ist schon ein Setup, was er hat. Dann würde ich fast sagen, dann gehen wir da rüber. Niemand anderes sagt, oder? Im Chat ist auch nicht. Ist auch kein Vorschlag. Dann machen wir das. Und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als gute Nacht, oder? Sehe ich das richtig? Ne? Genau, kommt gut in den neuen Tag. Träumt schön von Elefantenbabys. Immer ein Elefantenbaby Abstand. Von Elefanten und Vögeln. Supi. Tschüss. Tschüss.